Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier am Strand der Uralten, auch wenn das Wetter draußen verregnet ist und überhaupt nicht, obwohl, naja, sieht auch nicht viel besser aus. Oder? Nö. Genauso beschissen, nur ohne den Regen. Ohne dem Regen, oh ja, Deutsch. Ja, ja. Gut, nee, also hier Strand der Uralten, wir greifen an. Was hat's geändert? Ja, hier! Wurde ja gewünscht. Bitteschön. T12, Hero und Ashkandi. Ashkandi. Ich weiß nicht. Viele mögen dieses Schwert. Ich find's persönlich, ich find's hässlich. Aber gut, alles Geschmackssache. Aber bitteschön, wurde gewünscht. Und für viele Klicks, Abos, Likes macht man ja vieles auf YouTube. Nein, Quatsch. Nee, ist ja kein Problem. Ich mock ja selber gerne. Dadurch entdecke ich vielleicht das ein oder andere auch wieder. Ne? Das ist ja ähnlich wie mit Musik, wenn man sehr viele Musikstücke hat, sehr viele Bands, was auch Künstler, was auch immer. Man kann ja nicht alles hören. Na, man hat so gewisse Phasen und dann gibt es zum Beispiel irgendwelche Phasen, da hört man zum Beispiel mehr die Richtung, mehr dies, mehr das, mehr von dem. Und dann gehen ganz andere Dinge, die man zum Beispiel vor 2 Jahren oder vor einem Jahr sau oft und sehr gern gehört hat, wo man vielleicht noch irgendwas mit verbindet, wo Emotionen dabei ist, das vergisst man dann auf einmal. Die Tage erst wieder gehabt, da habe ich dann auch ein paar Sachen rausgegraben. Ich dachte, boah, scheiße, damals, da und da. Damals, wir reden dann halt, das ist, ja, so 17 Jahre her. 15, 16, 17 Jahre, also richtig alt. Nicht die Musikstücke, sondern einfach, ne, gibt es dann diverse Verbindungen, persönliche Sachen und so Geschichten. Dann das wieder zu hören, versetzt sich immer so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Nee, wir klauen uns hier eine Kugel, genau. Yeah, greif mich. Geil! Den Zweier-Bonus nicht. Gut, schön zu wissen. Nochmal, der Zweier-Bonus würde mich nämlich slowen. Oh, können wir schnell was hinlegen? Ja. Oh, der macht aber ordentlich Damage damit. Okay, der Dot ist noch drauf. Okay, ich werde beschossen. Ihr Schweine. Oh, ey. So ist meine... Fuck you. Ich hier weg. Oh, scheiße. Hau ab. Oh, auch noch zwei. Oh, ich werde sterben. Scheiße. Dreck. Keiner will dich, keiner braucht dich, keiner mag dich. Ein Russe. Ah, das schauen wir doch. Ah, da aufgegeben. Jetzt haben wir doch immer noch die Kugel. Dann kommen wir doch mal hin. Genau. Ist nach Penismeter sortiert. So, wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal weg. Ist nix mehr. Ja, jetzt sind wir gerade hier. Vielleicht klappt's. Er griff mich. Ah, der Priest kam zu spät. Weißt du was, ich stand nicht mal. Ach scheiße, das kann ich nicht nochmal stunnen. Achso, von den Talenten und so weiter. Hat sich alles nichts geändert, das war Falschraum. Gleich wie Roter versaut, ne? Weißt du? Mann. Ja, Roter PvP ist wieder so eine Sache. Es gab übrigens heute Nacht einen Patch. Also der PTR ist jetzt ist live. Mit dem Pre-Event und es gab... Ach, nein, da komme ich nicht raus. Und der neue Build für die Beta kam. Für den Retri hat sich nie so viel geändert. Es gab ein paar kleine Änderungen. Zum Beispiel das mit den Priest hier stun. War jetzt nicht so besonders. Bei anderen wurde aber einiges diesmal gemacht. Schami kann man doch töten. Oder nicht? Können wir es? Ja, wir haben es. Ich weiß nicht. Im Moment habe ich einfach nicht so ganz die Motivation zu streamen. Ich bin am überlegen... Das Video wird ja heute... an dem heutigen Mittwoch veröffentlicht. Ich bin am überlegen, ob ich den Stream morgen anschmeiße. Mal schauen. Ich habe im Moment gerade ein paar Sachen zu tun. Da komme ich nicht so wirklich dazu. Aber mal schauen. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich irgendwie Target Number One bin. So fett und hässlich, wie ich hier bin. So überhaupt nicht auffallend. Ganz und gar nicht. Komm her, du kriegst einen Stun. Ah, du Stück Dreck. Jetzt gehen wir eine Prox flöten wegen dir. Wall ist ab. Ja, ich quatsch einfach nur gerade ein bisschen. Ich weiß jetzt, übrigens mal, ich hätte gerne mal ein bisschen Feedback nochmal hier vielleicht zu euch, dass die, ach, der hat einen Block. Das Let's Play Together mit dem lieben Craft. Was war denn? Hä? Wer hatten wir dann? Mit dem lieben Craft, das hätte ich gerne mal ein bisschen Feedback von euch, wie es euch gefallen hat. Ob ihr sowas gerne öfter sehen wollt, wenn ja, müssen wir mal gucken, wie wir dort organisieren, auch mit anderen.
Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn da jetzt spieltechnisch nicht so viel rüberkam. Es war wirklich aber einfach lustig. Es hat echt Bock gemacht. Ich persönlich würde es gerne öfter machen. Das ist so die Frage, wie es halt zeitlich immer klappt, ne? Aber das ist ja das Übliche. Also, wie gesagt, wenn ihr da sowas mehr sehen wollt, dann einfach her damit Bescheid geben und dann schaut mal, was man organisieren kann. Hallo Krieger, keiner mag dich. Nö, kein Bock drauf. Nur die Noob, Noob. Und zack. Der Bubble? Nein, hat er nicht. Nein. Freedom. Hallo Warrior. Hallo Warrior, willst du dann Stun? Nehmen das, was er verdient. Wir heilen. Wir können uns Krempel dispeln. Dispeln Inline. Ach, ich hab gar keine Wings, scheiße. Oh, die KNF nicht. Keiner will dich. Was ist der Monk wieder? Bis dann. Och nö, ganz normal. Zwei Heiler hier. Das ist echt geil, wie sie nicht auf die Heiler gehen. Mal Wall ab. Erstmal alle Leute hier treffen. Fällt mir nichts zu ein. Was willst du denn da? Kannst du vergessen. Das ist eine Fury. Fury? Nein. Scheiße. Ich hier weg. Fuck. Mist, die wollte ich kicken. Fuck you, Mädels. Ja, was denn noch alles? Boah. Wie die Geier. Sogar der Heelbock. Das ist Teamplay. Nichts für ungut. Gut, ich war alleine gegen, was waren es? 1, 2, 3, 4 Stück dann mit dem Heelmonk. Kann man nichts machen, ne? Kann nicht mehr als abhauen. Ach, ja, jedes Mal. Es ist mir so ungewohnt. Ich bin halt immer noch so ein bisschen mit dem Zergen dran. Beziehungsweise, wenn wir in der Gruppe spielen, dann, ja. Also im Stream dann meistens. Läuft das dann doch einen Ticken anders. Das Solo hier irgendwie mehr das Zergen dann. Aber ich wurde ja auch drum gebeten und ist auch nicht verkehrt. Wenn man Prestige irgendwie farmen will, schnell die PvP-Level haben will, dass man einfach die BGs spielt, wie sie gespielt werden sollen. So, kommt da irgendwie durch, so wie ich aussehe, wahrscheinlich nicht. Na, ja, einfach mal ab durch die Mitten. Ja, natürlich. Kleiner Penis. Leg Sweep, genau. Monk kriegt erstmal einen Stun. Nö, da kann ich nicht mehr was zum Hand auflegen. Zur Handauflegung. Ja, prima, toll. Super. Ist ja echt astrein. Erster Sahne. Würde der Crafty sagen. Nice. Ist ja auch Quatschkopf. Aber lustiges Gerlchen. So. Alter, schon wieder vergessen. Alter Schwede. Heilige Mutter Gottes. Oh. Moment, Genen? So, da bin ich wieder. Jetzt hat er noch 3 Minuten. Lustig ist, hier brauche ich gar nicht durchgehen. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ach du Scheiße. Ich glaube, das werden wir soweit verlieren. Nö, das wird nichts. Das ist echt heftig, was so ein Schami für Schaden raushaut, ne? Das ist echt heftig, jetzt hat er wieder was zu deffen. Dass ich die Handauflegen raushaut. Wahrscheinlich wird er mich trotzdem runterdrücken. Windwalk? Nö. No Windwalk for you. Stun for you. Aber die Viecher machen ja keinen Damage. Wollte ich mal weitermachen. Alter, ey, guckt sich das doch mal einer an. Mit Hilfe, mit Handauflegung. Und er haut natürlich noch ab. Also, Entschuldigung, ich finde das sicherlich. Aber gut, that's Blizzard. Nicht so, dass du nicht schön nichts kann, ne? Digga, wieder merke ich.
Ich bin wieder am Meckern. Alles auf hohem Niveau. Ach du Scheiße. Er kommt raus. Da ist er schon wieder. Du Pisse, hau ab. Keiner will dich, keiner mag dich, keiner braucht dich. Ich leg mich doch nicht mit den Leuten da an. Windpool. Ne, da muss ich wirklich abbauen. Kein Sinn. Mensch, ja, okay, er lässt es bleiben. Ja, Quatsch. Tja, die zerpflücken uns da mal dezent. Kann man da zuschauen? Slash Salut. Irgend so war es die Richtung. Ja, brauch ich nicht hingehen. Nö. Ist echt sinnlos. Echt sinnlos. Nee, eine Minute noch, dann ist finito. Ja, komm. Hau wenigstens den um. Komm, irgendwas fürs Gewissen brauchen wir. Gut. Puh. Tor ist offen, ne? Da kommt immer so ein Sturch. Auch nicht. Kann sie ja noch ein bisschen trollen. Bubble müsste noch durchschalten, wenn keiner dispelt. Yes! Noch ein bisschen getrollt. Nee, ist echt gerade kacke. Was will man machen? Passen da halt zu gut auf. Jetzt müssen wir halt natürlich hier aufpassen. Ich weiß ja, mir gefällt das halt irgendwie so nicht. Ah, ich muss doch nochmal gehen. So, ja, zurück. Ach, den Scheiß kann ich nicht schmeißen. Ach, das habe ich noch gar nicht gelootet, fällt mir gerade ein. Schon gar nicht gelootet. Da kommt's. Hier ist irgendwie niemand. Grün. Standarte hin. Waffen. Immerhin, wir sind drei Leute. Schön. Ach, genial, die sind alle hier. Super, alle hier. Okay. Das. Ja, cool, wenn wir Leute irgendwie noch trollen können, weil das glaube ich nicht, dass das noch was wird. Das Ding verlangsamen. Kriegen wir nicht mal. Das ist ein Tank? Das ist ein Tank. Stoß weg. Boah, natürlich. Ach, das ist die Army. Die K nervt nicht. Ja, können hier rüber. Gott. Oh, die K nervt nicht, habe ich gesagt. Und er wahrscheinlich mit seinen 3 Millionen Anti-CC raus. Boah, jetzt ist da noch ein Palli. Oh Gott, das ist gerade jetzt ja. Ja, okay, und tschüss. Ja, ich steffe das goldene Tor. Ja, natürlich die volle Zeit. Scheiße, ey. Da wird mir richtig auseinandergenommen. Jetzt nehme ich sein. Oh, jetzt donnert es hier mal seit langem wieder. Ich hätte hier gern schönes Unwetter. Also nicht Unwetter, einfach so schön, schönes Gewitter. Irgendwo über dem Feld, ist ja egal. Aber da, wenn sich da keiner auffällt, da passiert ja so nichts. Man kann hier, ich kann hier schon ganz gut rausgucken. Bestimmte weite Flächen, aber da ist irgendwie nie was. Ich sehe das da nur irgendwo so am Arsch der Welt. Da wird es halt schön hell, aber siehst du nicht, ich finde sowas faszinierend. Ja gut, jetzt können wir hier nicht mehr machen, als irgendwie hier die Totems kaputt machen. Und den Stun. Und den Slow. Oh. Wall ist ab. Oh, du scheiß Milischemi, geh mir nicht auf den Sack. Der Typ hat mich echt gern. Schön, jetzt kriege ich ihn nicht. Oh, wie dumm.
fällt mir jetzt auch wieder nichts ein. So, der so schnell wegkommt. Naja, gut. Mal gespannt, was sie mit der Mobility machen. Ah, hat mich schon noch leer gemacht. Das ist gleich vorbei. Das war jetzt wirklich ein Krampf. Das war wirklich ein Krampf. Ist er das nicht? Na, du Arschloch. Du brauchst gar nicht mit dem Scheiß hier anfangen. Du kriegst jetzt einfach mal auf die 12. Ist mir egal, ob das sind über... Och, Mann! Nicht mal das hier. Gönnt man mir. Ach, ich hör auf. Nein. Na gut, war jetzt mehr Gequatsche. Was sollen wir machen? Also, gut, okay. Das werde ich definitiv umbauen. Das gefällt mir einfach nicht. Aber ich wurde drum. Wurde angefragt. Komm, bin ja tierlieb. Hatte ich ja schon mal gemacht. Wenn da nochmal Wünsche sind, ne? Wenn ich das Set habe, her damit. Ich habe ja hier. Ich habe ja einiges zur Verfügung. Ah, hier zum Durchschauen. Nee, zum Durchschauen. Da ist einiges vorhanden. Also wenn da irgendwelche Wünsche sind, plattentechnisch, Paladin, einfach mal anfragen. Entweder habe ich es im Moment, beziehungsweise in Legion werde ich es definitiv, oder werde ich wahrscheinlich die meisten Sachen haben, weil dann ja der Kleiderschrank da ist und alles, was noch jemand hatte, das ist ja dann Teil vom Kleiderschrank. Gut, wie dem auch sei, ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Schau doch ruhig mal auf Twitch vorbei, wenn ihr da so ein paar BGs außerhalb der Battleground Commentaries gucken wollt, da findet ihr immer was. Ein paar Solo-BGs für ein, zwei Stunden oder halt meist oder meistens in der Gruppe mit 5 bis 10 Leuten. Ist auch sehr lustig, einfach mal reinschauen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.